Wer etwas über Kräuter und ihre Anwendung erfahren wollte, war am Samstagmorgen im neuen Kneippgarten in Dülmen an der richtigen Stelle. Insgesamt 12 Teilnehmende hatten sich angemeldet, um mehr über Heilpflanzen und Kräuter zu erfahren. Kneippgarten, noch nicht ganz fertig, aber die Kräuter sind schon gut gewachsen und heute wollen wir eine Kräuterführung machen. Teilnehmer müssen sich anmelden, weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, damit auch jeder dann was hört und auch sehen kann. Da legen wir Wert drauf, dass es nicht zu voll wird. Zunächst ein Rundgang durch den Kräutergarten. Kursleiterin Stefanie Wortmann gab zu jeder Pflanze Hinweise und Einnahmeempfehlungen. Daneben durften die Teilnehmenden auch von mitgebrachten Kräuterelixieren kosten. Ich denke, die meisten Pflanzen lassen sich so wie ganz normale andere Gartenpflanzen auch im Frühjahr einfach einsetzen und dann geht's los. Im Prinzip unterscheiden die sich nicht von den anderen Gartenbewohnern. Es wird zurückgeschnitten im Herbst, ganz normal. Geerntet auch meistens im Herbst oder eben bei Bedarf im Sommer, wenn die Hochsaison, so wie jetzt. Ne? Es steht alles in voller Blüte. Das ist eine... ein Kardengewächs, sehr ähnlich mit der Distel, ne? Aber es ist ein Kardengewächs. Das ist das Einzige, was man ganz sicher weiß, dass es gegen Borreliose hilft. Eibisch ist viel in Hustensaft enthalten, den man jetzt einfach so kaufen kann in der Drogerie, also nicht auf Rezept, sondern den klassischen, den man noch so bekommt. Isop ist auch ein klassisches Küchengewürz, ist aber sehr stark, muss man sehr sparsam verwenden. Fragen über Fragen. Das Kräuterthema fand ein großes Interesse bei den Anwesenden. Besonders zur Verarbeitung der Pflanzen oder zur Überwinterung wurden etliche Fragen gestellt. Das meiste ist winterhart, ja. Außer die Zweijährigen, die dann eben einfach nicht wiederkommen, aber nicht, weil sie verfroren sind, sondern weil sie sowieso nicht wiedergekommen wären. Ansonsten ziehen die sich im Winter zurück und kommen hoffentlich im Frühjahr wieder. Die Teilnehmer freuten sich, dass sie in dem Kurs umfangreiche Informationen zu Kräutern bekamen. Ich habe seit diesem Jahr einen riesengroßen Garten und finde Kräuter wahnsinnig interessant. Habe mir ganz viel aus Büchern zusammengelesen, aber das Schöne hier war, es war jemand vor Ort, der mir alles genau zeigen konnte. Und es hat heute sehr viel Freude bereitet, hier an dieser Führung teilzunehmen. Das war total informativ. Die hatten also auch alle eine Heilwirkung und die konnte man in der Küche mitverwenden, die Kräuter. Na, also das fand ich, diese Heilwirkung war für mich ziemlich neu. Bereits in 14 Tagen gibt es das nächste Highlight im Kneippgarten. Dann soll endlich das neue Wassertretbecken in Betrieb genommen werden. Besucher haben dann die Möglichkeit, die Anlage ganztags aufzusuchen und zu nutzen.